Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Hammer Helm. Ja, noch ganz kurz, bevor wir wieder loslegen. Zwei Dinge. Erstens, ich bin krank. Oder drei Dinge. Erstens, ich bin krank und bin ein bisschen vielleicht im Eimer. Und vielleicht könnte das heute ja nicht so ganz cool werden, wie es sonst so super cool ist. Und die zwei anderen Dinge, wesentlich wichtiger für euch, sind folgende. Und zwar, wenn man das Spiel neu startet, ist es oft so, dass der hier die Sprachabfrage nochmal stellt und wenn man dann auf Deutsch geht, verändert der nichts. Da muss man kurz auf Espanol oder Englisch gehen und dann wieder auf Deutsch und dann wird die Sprache auf Deutsch angepasst. Und ja, ich denke, da seid ihr schon von selbst drauf gekommen. Auf jeden Fall hat er da manchmal Probleme mit der Spracherkennung oder mit dieser Option halt, wenn man hier ganz speziell auf Deutsch drückt, das kriegt er dann irgendwie nicht gerafft. Wie gesagt, dann irgendeine andere Sprache andrücken und dann Deutsch zurückgehen, dann klappt es. Und dann übernimmt er das. Aber viel, viel wichtiger, ich habe gerade einen Schock bekommen. Ich hoffe, es ist auch jetzt so. Ich habe jetzt gerade bei der Xbox Quick Resume genutzt, also bin einfach hier ins Spiel zurückgegangen und dann stand irgendwie Quick Resume, gehst nochmal ins Spiel zurück, hast das Spiel nicht ordentlich geschlossen oder was auch immer da los war und wollte dann hier Spiel auswählen und dann ging das nicht, da war der Spielstand weg und dann habe ich das Spiel komplett neu ausgemacht, komplett neu gestartet und dann fragt er auch immer ganz am Anfang ab, mit welchem Account das synchronisiert werden soll. Und dann habe ich halt Montix angegeben und dann war jetzt auch mein Spielstand wieder da. Das nur dazu, dass ihr da nicht die Nerven verliert oder sowas und dann irgendwie alle Spielstände löscht oder so. Einfach mal das Spiel neu starten, wenn eure Optionen hier, eure Spielstände nicht mehr da sind. Und jetzt hoffe ich auch darauf, dass das wirklich so ist. Also drücken wir mal hier rein und hoffen auch, dass mein Spielstand tatsächlich wieder da ist. Das würde mich jetzt schon total abfucken, wenn das nicht so wäre. Aber das sieht gut aus und hier sind wir wieder. So, und wir waren hier an der Stelle. Jetzt muss ich gerade selbst wieder genau gucken, wie das Spiel überhaupt so geht. Hab jetzt ein paar Tage nicht gezockt. Ja, und wir wollten uns, glaube ich, um Nahrung kümmern und so. Wir können natürlich auch die ein oder andere Quest noch kurz machen. Wir sind jetzt los. Okay, alles klar. Besondere Zutaten. Sprich mit Latissa, der Bäuerin, und frage nach den Pflanzen auf den Bauernhöfen. Hier gibt es auch noch Ärger auf den Bauernhöfen. Können wir auch machen. Ich glaube dann, das ist schneller gemacht. So, wo muss ich da hin? Zurück zu unserem Dorf. Also gibt es irgendwie Ärger und bla und hin und her. Und wir müssen uns, wie gesagt, noch um Nahrung kümmern. Und ja, irgendwie macht es direkt wieder Bock. Hab jetzt direkt wieder Laune. Aber man merkt natürlich schon an der einen oder anderen Stelle, dass es ein Indie-Game ist, ne? Dass hier die ein oder andere Bug-Anfälligkeit hier am Start sein könnte. Was, kann ich das nicht einsammeln? Das waren doch immer Pilze oder so. Oder habe ich das schon gemacht? Keine Ahnung. So, zu wem müssen wir gehen? Mit wem muss ich reden? Mit Ilahan. Ist der hier drin, oder was? Nee. Ferris, dem Arbeiter. Nee, ich will zu Ilahan. Der ist da hinten irgendwo. Chillt der rum. Achso, am Bauernhof selbst wahrscheinlich. Hier oder was? Ah, da steht er, ja. Bist du das? Gibt's Ärger bei dir? Nee, hier. Hallo, ich will mit dir reden. Hallo? Ah, jetzt. Farmärger. Die Vogelscheuchen sind zum Leben erwacht und ruinieren unsere Felder. Zerstöre die Vogelscheuchen auf deinen Bauernhöfen. Alles klar, das kriegen wir hin. Aha, stirb, Vogelscheuche. Alter, wie ich voll im Game drin bin. Nein, mach doch irgendeinen krassen Special. Mach doch, Ilahan, da kommt jemand. Sehr schön, Alter, wie wir abgehen. Quest abgeschlossen, irgendeinen Kram eingesammelt. Sehr schön, sind wir die Quest hier los. Jo, das war's, ne? So, und dann die andere Quest machen wir noch und dann kümmern wir uns eventuell endlich mal um den Bau hier irgendwie mit Nahrungsmittel, weil da sind wir ja irgendwie, wo ging das nochmal? Hier irgendwo, Weltkarte, Stadtverwaltung, da sind wir irgendwie nicht so ganz auf dem Dampfer. Jo, wir verlieren massiv Fleisch und so weiter und jo, haben da auch kaum mehr was für, oh je, Nahrungsmittel und so. Okay, 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 und Mon City ist schwer in Gefahr, es könnte noch übel enden. So, gucken wir noch gerade die andere Quest, bevor da jeder verhungert. Sammle die Pflanzen und Kräuter, die auf dem Bauernfeld, die hier wachsen. Alles klar, da bin ich dabei. Das kriegen wir ja easy hin.
Machst du das jetzt? Jawohl, wie ich abgehe und hier die krassesten Quests mache. So, und jetzt müssten wir langsam mal wieder in den Baumodus, würde ich sagen. Wir brauchen noch Häuser. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Also wir brauchen eigentlich Häuser, um endlich mal sinnvoll... Hat er einen schönen Tag, diese Loda. Um eigentlich sinnvoll... oder um mehrere Leute hier endlich mal anzuwerben, brauchen wir eigentlich Häuser. Gleichzeitig wollen dann die Häuser, logischerweise also die neuen Bewohner, wollen dann mehr Futter. Und das finde ich am Anfang jetzt ein bisschen komisch gewählt. Wie kriege ich das hin, dass die immer... gutes Essen am Start haben. So, gut. Und was natürlich auch schon relativ offensichtlich ist, ist, dass Fernkampf mal richtig heftig werden könnte, ne? Da möchte ich auch ganz gern hin, so Zauber und so ein Kram. So, jetzt was können wir bauen? Mine, Farm, haben wir schon, Jägerhütte. So, dafür brauchen wir die Metallarbeiterwerkstatt. Die haben wir ja, ne? Oder? Genau, und jetzt kann ich so eine Jägerhütte bauen. Jetzt wird es, glaube ich, langsam interessant für uns. Also bauen wir die auch mal hier hin. Wunderschön. So, und das könnte dann schon wichtig werden. Dann gibt es endlich mal Futter für die Bude hier. In der Zeit, wo die das aufbauen, hacke ich hier ein bisschen Holz ab. Gebe das dann auch gleich in der Stadt im Lager oder gewissermaßen gewisse Dinge im Lager und so ab. Wie viel braucht man noch für ein Level ab? Jetzt haben wir natürlich noch mehr Häuser. Ah ne, Quatsch, es ist ja nur an die Häuser gebunden, ne? Wir müssen mehr Häuser bauen, um in die höheren Level-Up-Stufen zu kommen. Ist schon, hat schon seinen Charme, das Game, muss ich schon sagen. Ist ganz lustig. Ist ja wahrscheinlich auch für 1, 2, 3 Euro zu haben. Wird jetzt nicht so teuer sein. So, jetzt müssen wir hier nochmal Leute zuweisen. Am besten mache ich dann gleich irgendwelche Leute. Oder soll man noch ein Haus bauen? Ein Haus bauen nebendran. Habe ich noch freie Leute irgendwie? Ich guck mal gerade. Wo ging das nochmal hier? Falsch. Stadtverwaltung. So, Jäger müssten wir zuweisen. Wir haben nur noch 2 Arbeiter. Ja gut, dann machen wir zuweisen. Die 2 da. Tierlieb, das ist nicht so geil. Dann lieber den Faulen. So. Jäger, gib mal Gas. So, jetzt haben wir noch einen Arbeiter, der am besten, würde ich sagen, versucht, hier Stein zu holen, ne? Ist das so richtig? Die Bäuerin holt, was weiß ich was. Achso, da habe ich die verschiedenen Ziele ausgewählt, das passt. So, hier, was war das nochmal? Achso, was die hier aus dem Bergbau rausholen. Machen wir mal Eisen, oder? Warum ist Kupfer markiert? Warum ist das hell markiert? Und dann machen wir lieber mal Kupfer. Weil das noch unsere Stufe gerade ist, oder was? So, und die Arbeiterin hier sollte Stein holen, ganz genau. Alter, wie wir jetzt abgehen, oder? Jetzt dürfte da irgendwie Fleisch mal dazukommen und dann sind die vielleicht mal froh. Oder wir müssen noch irgendwie eine Kochstation bauen oder was weiß ich was. Müssen wir mal gucken. Ich werde dann gleich hingehen und versuchen, die Zufriedenheit da eventuell noch zu leveln. Mal gucken, was abgeht. Achso, und wir wollten noch gewisse Sachen im Lager abgeben. Dass die da eventuell auch zufriedener werden. Wo ging das nochmal? Öffne das Stadtlager-Menü. So, Stadtinventar ist schon voll. Da macht es sogar Sinn, wenn ich das in mein Inventar dann hole, dass das nochmal weiter gefüllt wird, oder? Mein Inventar ist ja unbegrenzt, ne? Also machen wir es mal so. Gut, dann haben wir hier das gleiche Spiel im Prinzip. Ja, machen wir es dann mal so. Und wo ist es andersrum? Nirgends. Gut, Fleisch habe ich ein bisschen dabei. Kann ich mal abgeben. Freuen sie sich vielleicht. Dann hier. Das war Kupfer, ne? Hier Gold kann ich mal mitnehmen. Haben sie doch rausgeholt, Gold. Vielleicht ist dann Eisen doch die richtige Wahl, darauf mal zu gehen. Gut, ich kann jetzt gar nichts. Doch hier Pilze und so könnte ich abgeben. Vielleicht können sie auch Pilze fressen. Keine Ahnung. Und das können wir auch abgeben. Ach du Scheiße. So, gut, dann machen wir es mal so. So, da fragt nochmal irgendjemand nach dem Kobold. So, sind die jetzt glücklicher hier in Mon City? Jo, es gibt unten 3 Sterne, so langsam. So, Essen ist zwar immer noch nicht da. Was könnten wir noch bauen? Hab ich, Josh.
Vernichte Monster. Komm, dann machen wir zuerst die Monster weg. Das bringt uns vielleicht ein Level up. Auf geht's. Auf zu den Monstern. Yay. Habe ich noch Heiltränke? Jo, oben passt schon. Unterwegs holen wir mal ein bisschen Loot mit. Können die zwei Quests noch machen. Und dann können wir gucken, beim nächsten Mal, dass wir nochmal ein Haus bauen oder sowas. Doch, eine Steinhütte müsste ich ja eigentlich nochmal bauen können, ne? Und dann sehen wir vielleicht mal, ob das mit der Nahrung jetzt so langsam mal in richtige Richtungen läuft. Oh, oh, oh. Wir sind abgewertet worden. Oh je, oh je, oh je. Ich ahne Böses. Der hatte zwar einen schönen Tag, aber irgendwie werden wir abgewertet. Unsere Stadt ist abgewertet worden. Nein! Okay, komm. Wir gehen trotzdem. Nee, mach mal nicht. Ach, scheiße, Mann. So, was mache ich denn jetzt? Ich bin im Arsch. Ich habe keinen Plan von dem Spiel. So, Ressourcen, wie sieht's denn aus? Rohes Fleisch minus 49. Ach du Scheiße, erhalten 10, aber wir haben tatsächlich mal irgendwas erhalten. Ja, anscheinend brauchen die noch Futter, ne? Dann vielleicht noch ein Haus, noch so eine Jagdhütte, oder? Oder? Würde ich jetzt mal sagen. Versuchen wir es mal. Ob das geht. So, ich brauche noch ein Haus, Baumodus. Schaffe ich das beides zusammen? Habe ich die Ressourcen dafür? Nee, ne? Noch ein Jagdhaus bringt mir halt nichts. Doch, würde mir schon was bringen. Da würde ich mal erkennen, ob wir dann langsam auf einen richtigen Kräuterkundler, das Kochhaus, was ist das? Kocht Essen für die Stadt, Leute. Kocht rohes Fleisch und Gemüse für Nahrung. Ah, jetzt fehlt mir die Kohle. Traumhaft. Na gut, alles klar. Wir müssen Quests machen. Bevor hier die ganzen Leute verhungern. So, auf geht's. Dann muss ich, wie gesagt, die Zufriedenheit irgendwie skillen. Wo müssen wir hin? Ja, da ist das Lager direkt vor uns. Eventuell die Zufriedenheit skillen, um die Leute zufriedener zu machen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Eventuell auch hier den Loot zu verbessern, können wir auch mal skillen oder sowas, wäre vielleicht sinnvoll. So, stirbt, stirbt, stirbt und stirbt. Stirb, stirb. Hör auf mich zu hitten. Gib mir lieber XP und so. Ich will krasse Sachen leveln und coole Dinge finden und so. Ja, da haut mich halt platt. Ist mir egal. Wir fressen jetzt so einen Heiltrank. Und dodgen dann grandios weg. So, stirb. Was? Was? Ah, okay. Quest abgeschlossen. Yeah. Wir kriegen ein bisschen Gold. Was? Nein, will ich nicht. Oh, Mist. Ich glaube, ich hätte das andere drücken müssen, dass ich es noch einsammeln möchte. Naja, egal. So, haben wir nochmal die Probleme mit dem Kobold. Ich glaube, da wiederholt sich eine Quest. Da hinten glitzert ein bisschen was rum. Da ist Kupfer oder sowas. Ja, Gold ist am Anfang echt das Problem, ne? Kupfererz, je. Ich brauche Kohle und Gold. Also, Gold und Gold. Glühwürmchen, je. So, gehen wir mal gucken, wie die Leute verhungern. Ja, brauchen wir dringend so ein Kochhaus, ne? Vielleicht noch Jägerhütten, vielleicht ist das dann ertragreicher, könnte ich mir vorstellen. Dass die jetzt hingehen und das rohe Fleisch essen. Und das ist natürlich nicht so geil. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass gekocht wird. Und dann ist wahrscheinlich der Ertrag daraus besser. Und jo. Was geht da hinten am Himmel ab? Oh, und was ist hier los? Ist das schon die andere Quest oder was? Also hier mit dem Shady, wo wir helfen sollen, könnte sein, oder? Ja, die hatte nämlich, Chelona hatte einen schlechten Tag. Das ist jetzt nicht so geil. Bleib mal locker. Meine Leute haben schlechte Tage, obwohl ich hier super krass für Nahrung sorge und so. So, Truhe öffnen, bisschen Gold, wunderbar. Hilft natürlich, aber nicht entscheidend.
Ja, ich muss gucken, dass der Dieb, also der Shelona, ne, wie heißt der nochmal, Shady, der ist wahrscheinlich wieder aus der Hütte geflüchtet, weil irgendwelche Goblins doof machen. Wir müssen zuerst aber mit Latissa reden, die uns die Quest gibt. Dann müssen wir wahrscheinlich danach dorthin, wo wir gerade waren. Wir sind wahrscheinlich abgewertet worden. Und vielleicht dann mal Sachen verkaufen oder sowas. Mal gucken, wie es jetzt läuft. So, wie sieht's aus? Latissa, über deine Mission bitte. Jo. Der hat nochmal Stress außerhalb der Stadt, das war klar. Gucken wir nochmal ganz kurz hier rein. Stadtverwaltung. Oh je, oh je. Steinmetze, Heiler, Magier, Ausbilder, Tüftler, Waffen- und Rüstungsschmiede, was da alles noch gibt, Alter, krass. So, wir haben ein bisschen Eisenerz, traumhaft. Da haben wir einen Gewinn. Rohes Fleisch haben wir ein Minus, Werkzeuge haben wir auch ein Minus. Da gibt es benötigten Kram. Rohes Gemüse haben wir ein Minus. Ja, weil das Kochhaus wahrscheinlich nicht da ist. Und Mahlzeiten benötigt 12 und wir haben 0. Finden die natürlich alles nicht so geil. Ja, da steht ja immer, was benötigt wird und was wir haben. Gemüse. Wo kriege ich ein Gemüse her? Wird das hier auch angebaut oder was? Habe ich das hier nicht gemacht? Ziel ändern. Was habe ich denn da? Na gut, Karotten, Tomaten, Weizen, Mais vielleicht. Karotten lassen wir mal. Machen wir mal irgendwas. Baumwolle mache ich jetzt mal zu Mais. Mal gucken, was da abgeht. Ich hoffe mal, dass ich das so richtig verstehe. Wird das hier nochmal irgendwie untergliedert? Warum dann eigentlich die Unterschiede? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird jetzt hier irgendwo Mais angebaut. Alles klärchen. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Mir geht's schon ein bisschen besser. Die Folge hat mich schon aufgemuntert. Hat ja alles geklappt, technisch wunderbar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.